Dies ist der neueste Launch-Monitor von der Firma Ernest Boards. Das ist der ESP One. Der ESP One ist relativ neu auf dem Markt und ist eine Verbesserung im Vergleich zu seinem Vorgänger. Denn mit dem ESP One kannst du noch ein paar Daten mehr messen, beziehungsweise, was auch gut ist, du stellst den Launch-Monitor hinter den Ball. Dadurch ist die Range, also die Breite der Messung, wesentlich größer. Das heißt, es können auch mehr Daten gemessen werden, beziehungsweise er misst dementsprechend auch genauer. Welche Funktion er hat, wie die App funktioniert und was das Gerät alles kann, das werde ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Wie du nun sehen kannst, habe ich über die App, die ich dir gleich auch nochmal zeigen werde, das Eisen 7 eingestellt. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Eisen 7 mal ein paar Bälle schlagen. Man kann die Daten dann auf dem Display sehen, auf dem ESP One, beziehungsweise dann auch gleich auf der App. Ja, ganz rechts ist die Carry-Zahl. Jetzt ist er umgesprungen auf Ballspeed bzw. auf Smash-Faktor. Er springt also immer wieder hin und her in den Daten, sodass man in Ruhe dann gucken kann. Vor mir liegt jetzt auch noch die App, die ich dir dann, wie gesagt, gleich auch nochmal zeigen werde. Ja, und jetzt 149 Meter habe ich jetzt das Eisen 7 geschlagen und wenn ich so auf die Driving Range gucke, dann sieht man auch ganz deutlich, dass das hinkommt. Vielleicht 2-3 Meter Unterschied. Genau, also immer den Ernest Boards hinter den Ball stellen. Dann hat er eine größere Range, was das Messen betrifft. Und nun möchte ich dir gerne auch die App ein bisschen genauer erklären. Hier sind jetzt nochmal die Daten auf meinem Telefon zu sehen, also über die App. Und die ist kostenlos, die kannst du ganz einfach im App Store runterladen. Und hier siehst du jetzt genau dieselben Zahlen wie im Grunde auch auf dem Gerät selbst, aber noch ein bisschen größer. Und wie ich finde, das sind die wichtigsten Punkte, die man im Grunde braucht für sein Training, um einfach erstmal zu wissen, wie weit schlage ich. Das war jetzt ein Eisen 7, war 149 Meter Carry-Distanz. Das heißt, er ist natürlich noch ein bisschen gerollt, das hat er jetzt nicht mit drauf. Clubspeed ist dabei, Ballspeed, Spin, unten der Launch-Angle, das ist der Abflugswinkel. Smash-Faktor liegt bei 1,29. Das ist schon ziemlich gut gewesen und Direction war straight, also das war ein guter Golfschlag für mich. Dann kann man hier auf PGA Stats drücken und man kann sich dann hier vergleichen mit der LPGA, wenn man eine Dame ist, also mit der Ladies PGA Tour oder mit der Herren PGA Tour, um einfach zu sehen, wie sind meine Werte bzw. wo stehe ich, was kann ich noch trainieren. Ein richtig cooles Feature bei dem Ernest Boards, also bei dem ESP One, ist, dass du verschiedene Sessions machen kannst. Und zwar gibt es verschiedene Button, die du einstellen kannst. Das heißt, du kannst dir verschiedene Distanzen aussuchen und dann hast du drei Schläge, um herauszufinden, mit welcher Bewegung du welche Distanz überwindest beziehungsweise welchen Bewegungsumfang du dafür brauchst und auch welchen Schläger. Und wie du eben gesehen hast, habe ich mal einfach 50, 60, 70, 80 und so weiter, also immer in 10er Schritten eine Session eingestellt und da hatte ich drei Schläge. Die waren alle um die 50 Meter, weil die erste Distanz ist 50 Meter und dann erhöht sich das halt, wie gesagt, um 10 Meter. So kann man wunderbar erstens an seinem kurzen Spiel arbeiten, in den verschiedenen Distanzen, aber auch die langen Distanzen trainieren, um einfach herauszufinden, welchen Schläger brauchst du für welche Distanz. Und so kannst du ja das immer wunderbar in dein Training einbauen. Das Training wird dadurch nicht langweilig, also es ist nicht nur einfach stumpfes Bälle schlagen und abschätzen, ja, der Ball ist jetzt bei der 50-Meter-Marke ungefähr aufgekommen, sondern hier hast du definitiv die exakten Zahlen, wie weit dein Ball jeweils geflogen ist. Und das sind auch alles Carry-Zahlen, also das heißt, der ESP One misst die Carry-Länge, das heißt da, wo der Ball das erste Mal aufkommt. Und das ist ja vor allem wichtig im kurzen Bereich, also ich sage mal so ab 100, 110 Meter und weniger, musst du wissen, welchen Schläger du brauchst, welchen Bewegungsumfang du brauchst, um die gewisse Distanz zu überwinden, damit dein Ball nah an der Fahne fliegt. Das finde ich richtig klasse. Man kann diese Sessions unterschiedlich aufbauen, das heißt, das Gerät spuckt dir unterschiedliche Distanzen immer aus. Das sind nicht immer 10er Schritte, das ist auch nicht immer Hochzählen von 50 bis in diesem Fall 170 Meter, sondern das variiert auch, dass zum Beispiel mal 68 Meter, dann musst du drei Bälle da schlagen
und die nächste Distanz wären dann zum Beispiel 132 Meter. Also im Grunde so ein bisschen realitätsnah, so wie es dann auf dem Platz auch ist. Das finde ich an der App richtig klasse. Ja, und wie versprochen ist hier nochmal der Vergleich zwischen einem FlightScope auf dem iPad zu sehen. Da sind die Daten des FlightScopes zu sehen. Und unten auf dem Telefon, da sind die Daten von dem ESP One zu sehen. Ich habe jetzt mal ein Eisen 7 genommen, habe alles ziemlich identisch eingestellt und werde jetzt einfach mal 5-6 Bälle schlagen. Und dann gucken wir mal, ja, wie die Auswirkung ist, beziehungsweise wie die Abweichungen eventuell sind. Der ESP One hat gemessen 153 Meter, der FlightScope hat aufgerundet 152 Meter gemessen. Smash-Faktor ist identisch, 1,34 da unten zu sehen. Schlägerkopfgeschwindigkeit 137 zu 138. Nur normal. Ja, ist nicht so viel Unterschied. Hier sind es jetzt knapp 3 Meter. Smash-Faktor ein kleines bisschen anderer Wert bei dem ESP One als auf dem FlightScope. Aber im Großen und Ganzen geben die sich nicht ganz so viel. Ah, ein bisschen rechts. Ja. Also im Großen und Ganzen nehmen die beiden sich nicht so viel. Der FlightScope misst dann etwas genauer, vor allem was die Carry-Distanz betrifft. Smash-Faktor, bis auf einen Schlag waren sie alle ziemlich identisch. Aber natürlich unterscheiden die beiden Geräte sich auch im Preis. Ja, da liegen einige tausend Euro dazwischen. Dementsprechend misst der FlightScope auch auf jeden Fall besser, etwas genauer als der ESP One. Aber für den Normalgebrauch, also für den Amateurbereich, ist der ESP One ein wunderbares Gerät, was man immer dabei haben sollte. Wenn du an einem Kurzspiel arbeiten willst, also das heißt, wenn du Pitches machen möchtest oder ja, halbe kleine Distanzen, so 30, 35 Meter oder weniger, dann stell den ESP One ein bisschen dichter an den Ball heran, weil dann kann er den Winkel bzw. die Abweichung des Balles besser wahrnehmen, besser messen. Weil wenn er zu weit hinten stehen würde, dann würde er die Höhe des Balles zum Beispiel oder den Ball nicht mehr aufnehmen, weil einfach, wie jetzt bei mir hier in der Hütte, dann irgendwann das Dach kommen würde. Also ich habe den jetzt ungefähr 1,5 Meter hinter den Ball gestellt. Musst du natürlich gucken, dass du nicht dagegen kommst beim Ausholen. Ich werde jetzt mal einfach mal ein paar Bälle schlagen, werde gucken, ob die Daten, also ob die Distanz vor allem mit meiner gesehenen Distanz übereinstimmt. Das war ziemlich genau. Ja, der war gefühlt 60, 65 Meter, kommt auch ungefähr hin. Mal einen etwas kürzeren. Ja, kommt hin. Wenn du Driver trainieren möchtest, dann kannst du das natürlich logischerweise auch mit dieser App machen. Du gehst hier unten einfach auf PAS, P-A-S, drückst drauf und stellst hier oben dann an dem Rädchen ein, dass du den Driver trainieren möchtest. Oben rechts wieder auf Send drücken, damit das gespeichert ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Solltest immer, bevor du den Ball schlägst, einfach nochmal eben gucken, ob alles richtig eingestellt ist auf der App und auch auf dem ESP One, der dann jetzt ungefähr so 2,5 bis 3 Meter hinter mir steht, also hinter dem Ball. Und da steht jetzt auf dem Display ein D wie Driver, also dementsprechend ist alles korrekt eingestellt und dann kann es auch losgehen. Ja, wie du eben gesehen hast, habe ich nochmal ein paar Drives geschlagen und würde dir dazu ganz gerne auch nochmal eben ein bisschen was erzählen zu den verschiedenen Daten, die der ESP One jetzt ausgespuckt hat. Ja, du hast gesehen, die Distanz war 240 Meter, das zeigt er dir immer wieder oben an. Club Speed 159, das ist okay. Smash Faktor, das ist immer der wichtige Punkt, weil das hatte ich ja schon gesagt bei den Eisen. Daran kann man erkennen, wie gut man den Ball getroffen hat. Das ist im Grunde jetzt die einfache Form. Der Smash-Faktor lag bei 1,50. Das ist beim Drive schon ziemlich gut. Das geht schon in den sehr, sehr ja, hohen Bereich, so wie ähnlich auf der Tour. Das heißt, die Mittigkeit war definitiv da. Der Abflugswinkel war 12,1 Grad. Das ist in Ordnung für einen Drive. Eingestellt ist mein Driver auf 10,5 Grad, also war okay vom Abflugswinkel her.
Und der Spin, das ist auch immer ein wichtiger Wert beim Driver. Weil wenn der Spin so zwischen 2000 und 3000 Umdrehung steht, also RPM, Rounds per Minute, dann ist es so, dass du im Grunde einen guten Schaft hast und auch einen guten Eintreffwinkel gehabt hast. Nämlich der Eintreffwinkel war dann mehr in der Aufwärtsbewegung, wie wir das beim Driver ja im Normalfall haben wollen, um einfach ein bisschen mehr Höhe bzw. auch Länge zu bekommen. Der Spin jetzt hier bei mir lag bei 2450 aufgerundet. Und das ist völlig in Ordnung. Das heißt, am Ende des Flugs, wenn der Ball aufgekommen ist, kickt er nochmal ganz gut nach vorne. Je niedriger der Spin ist bei dem Driver bzw. beim Ball, den du mit dem Driver geschlagen hast, umso weiter rollt er, wie gesagt, nach hinten raus. Und da ist der große Vorteil dann, dass du einfach mehr Länge bekommst. Und gerade dann im Sommer, wenn es trocken ist, rollen die Bälle natürlich noch wunderbar nach vorne raus. An sich super Gerät, gerade auch fürs Driver-Training, auch fürs Fitting ideal, wenn du mal die Möglichkeit hast, verschiedene Driver zu testen. Dann probier es aus mit dem Gerät, wenn du es dabei hast, um halt festzustellen, wie hoch ist der Spin auf dem Ball. Wenn er über 3000 liegt, würde ich immer empfehlen, einen anderen Schaft zu probieren, vielleicht auch am Kopf ein bisschen zu arbeiten oder natürlich auch an der Bewegung, was den Eintreffwinkel betrifft. Ja, der ESB One ist ja im Grunde ein gutes Gerät für den Amateurbereich, denn ich muss sagen, zusammen mit der App gibt er alle Daten wieder, die der Spieler braucht, um an seinem Spiel zu arbeiten. Also die du ganz gut verwenden kannst, damit du zum Beispiel verschiedene Distanzen im Kurzspielbereich testen kannst, um zu sehen, wie ist das Gefühl vom Ausholen, wie weit muss ich durchschwingen, welchen Schläger muss ich benutzen. Wichtig ist nur beim kurzen Spiel, bei kurzen Pitches, wenn man das in einer Hütte macht, dass man das Gerät näher an den Ball ranstellt. Natürlich immer darauf achten, dass man nicht mit dem Schläger dagegen kommt, weil wenn es zu weit wegsteht, misst es nicht aufgrund des Hüttendaches. Ich denke mal draußen, wenn man das vom Rasen macht, dann sollte es kein Problem sein. Oder auch indoor dürfte es kein Problem sein, die Messwerte wunderbar auf das Gerät zu bekommen. Die App finde ich richtig gut. Sie ist, wie gesagt, kostenlos. Es sind alle Werte da, die man auf jeden Fall braucht. Driver mit Spinwert, mit Distanz, Abweichung der Direction, also links, rechts oder gerade ist vorhanden. Es sind viele verschiedene Skills drauf, dass man verschiedene Distanzen trainieren kann mit verschiedenen Schlägern. Wunderbar finde ich aber auch den Vergleich mit der PGA oder LPGA Tour, wie gesagt, woran man sehen kann, wie, ja, in welchen Bereichen du dich noch verbessern musst. Das Display von dem ESB One ist auch okay. Ja, manchmal, wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint, dann spiegelt es. Das ist dann nicht ganz so ideal, aber okay. Dafür hat man ja noch die App auf dem Telefon oder iPad, was man dann vor sich auf den Boden legt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Messwerte waren ziemlich gut. Das heißt, ich habe das ja beim Eisen 7 getestet, habe auch geguckt auf die Range, wo ist der Ball aufgekommen und die Distanzen waren sehr identisch. Und aber auch bei den kurzen Schlägen hat das alles wunderbar gepasst. Wie gesagt, immer ein bisschen näher ranstellen bei kurzen Schlägen, dadurch, dass der Winkel halt ja ein bisschen steiler ist, also der Ball schneller nach oben geht beim Sandwedge oder Lobwedge oder Gapwedge, muss das Gerät etwas näher rangestellt werden. Im Großen und Ganzen kann ich es empfehlen. Preis-Leistung hat mich überzeugt. Und ja, für jeden Amateur würde ich es empfehlen, sich auf jeden Fall ein Launch-Monitor in die Tasche zu stecken, um weiter an dem Spiel zu arbeiten. Wenn du gerne mehr über Golf wissen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du vielleicht unseren Golfstunde-Podcast abonnierst, den du auf jeder gängigen Podcast-Plattform findest. Dort reden Christoph und ich jeden Freitag über Themen rund ums Golfspielen, um Technik, über Regeln, über das World Handicap System haben wir schon gesprochen, über Training im Winter zum Beispiel oder auch um verschiedene Spielformen auf dem Platz. Es würde uns freuen, wenn du das abonnierst. Und was jetzt auch demnächst erscheinen wird, ist mein erstes Buch, der Golfschwung mit dem Driver. Dort werden auch ein paar Dinge zum Launch-Monitor drin sein. Dort wirst du viel über den Driver erfahren, wie du vor allem mehr Konstanz und mehr Länge in deinen Driver hineinbekommst.